Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Türchen 22 unseres HTS Adventskalenders. Beim Thema Rollen im Rudel sind wir jetzt beim gelben Polizisten angelangt. Das ist die introvertierte Variante des roten Polizisten. Dieser Hund ist ein lustiger, ein bisschen zu Hektik neigender Clown. Und unter dieser Hektik wird seine eigentliche Kooperationsbereitschaft oft nicht gesehen. Er neigt auch dazu, wie der gelbe Polizist, ungeduldig zu sein und schlecht warten zu können. Da tippelt er oft auf und ab, wenn er einfach auf irgendetwas warten soll, weil auch er recht schnell eine hohe Erwartungshaltung aufbaut. Aber an sich ist das ein ganz lustiger Hund, der bei Außenreizen sich häufig extrem unterwürfig zeigt und vor allen Dingen bei dem, dass die Erwartungshaltung auch sehr stark ausgeprägt ist. Sehr viele Kleinhunde sind gelbe Polizisten und ich kenne es, dass man ihnen, weil sie eben so kooperativ und so hektisch sind, oft sehr hektisch in Angeboten, also wenn sie eine Erwartungshaltung haben und sie können irgendetwas, dann spulen sie 5 Tricks gleichzeitig ab. Viele Menschen finden das lustig. Für den Hund ist es ganz wichtig, dass er auch mal zur Ruhe kommt. Und Klickertraining ist jetzt zum Beispiel, also dieses Herausfinden, was will man, Mensch, von mir, ich mache Angebote, ist zum Beispiel etwas, was ich beim gelben Polizisten nicht unbedingt empfehlen würde. Leinenaggression entsteht beim gelben Polizisten durch Ausprobieren. Das heißt, dass er einfach im Junghundalter mal ausprobiert, wenn ich losbrülle, was passiert denn da? Aha, der andere geht weg. Und wenn er diese Erfahrung ein paar Mal gemacht hat, dann wendet er das an. Ist aber in der Regel mit einfachen Korrekturen an der richtigen Stelle, gelben Korrekturen, recht gut in den Griff zu kriegen. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass beim gelben Polizisten mehr als bei den anderen Rollen Ressourcenverteidigung eine Rolle spielt. Deswegen achtet von Anfang an drauf beim gelben Polizisten, dass der Hund meins und deins gut unterscheiden kann.